Jo, hallo, servus und hallo, der zu Short News. Wir fassen heute das Plants Zombies Geburtstagsevent in Garnover 2 zusammen. Da gab es einiges Neues, unter anderem auch ein neues Pack zu kaufen, aber zu dem ein bisschen später mehr. Ich fasse jetzt mal alles zusammen, was es bis jetzt gab und sage euch alle Infos dazu. Also, der erste Punkt betrifft den Stickerladen. In jedem regulären Pack ist ein Sticker mehr drin. Was auf die Masse gerechnet ist, natürlich schon ein großer Vorteil sein kann. Wenn man da jetzt nur 1, 2, 3 Packs aufmacht, merkt man natürlich jetzt keinen großen Unterschied. Aber immerhin besser ein Sticker mehr als ein Sticker weniger. Die zweite Überraschung gab es gestern. Ich weiß nicht, ob es die heute auch noch zu holen gibt, da bin ich mir nicht sicher. Gestern gab es einfach mal im Stickerladen 2 Gratis-Packs mit insgesamt 150.000 Münzen zu holen. Eine nette kleine Überraschung. Übrigens, gestern war auch der Plants Zombies Geburtstag. Frag mich jetzt nicht wie alt, aber ich glaube vor so 7, 8 Jahren wurde das erste Plants Zombies released. Der nächste Punkt betrifft die umstrittene Rucks-Aktion. Rucks hat, wie ihr wahrscheinlich wisst, 5 legendäre bzw. besondere Sachen. 3 Fähigkeiten und 2 legendäre Anpassungen. Ein Sticker kostet 500.000 Münzen, also hat Rucks dieses Mal einen krassen Wert von 2,5 Millionen Münzen im Angebot. Zuerst mal zu den Fähigkeiten. Das Bling Bling Geschütz kann, wie alle Bling Bling Fähigkeiten, nichts anders, nichts besser, nichts schlechter als das Standardgeschütz. Es sieht einfach nur richtig hübsch aus. Das gleiche gilt auch für den Bling Bling Belohnen-Mech, wobei ich bei ihm dazu sagen muss, bei ihm lohnen sich diese 500.000 Münzen noch am meisten, weil er richtig schön groß, fett, auffallend und dazu noch wunderschön ist. Also mir gefällt er sehr, sehr, sehr gut und man sieht wirklich viele Details, viel Bling Bling und es sieht einfach unglaublich gut aus. Also wenn, dann würde ich mir schon den Belohnen-Mech holen, der gefällt mir richtig, richtig gut. Vorausgesetzt, man spielt natürlich Wicht und vorausgesetzt, man spielt natürlich viel Belohnen-Wicht. Die dritte Fähigkeit hat dann schon mehr Sinn, das Vampirkraut für den Schnapper. Was das kann und was das macht, habe ich schon im Schnapper-Guide erklärt. Das werde ich jetzt nicht nochmal neu erläutern. Ich verlinke mal den Schnapper-Guide unten in der Videobeschreibung. Dann zu den 2 Anpassungen. Da gibt es einmal eine Anpassung für die Erbskanone und zwar einen kleinen Dino am Kopf. Die sieht zwar standardmäßig richtig, richtig gut aus, aber die Animation, was sie macht, wenn man jemanden killt, ist jetzt so semi-gut. Der Dino schreit dann einfach nur ein bisschen rum. Sieht aber nicht so besonders gut aus. Da gefällt mir der Bananenbunker schon wesentlich besser, ist eine Anpassung für den Fußsoldaten. Und wenn man mit der jemanden abschießt, schießt dieser kleine Affe im Kopf im Bunker lauter kleine Bananen raus. Macht A ein lustiges Geräusch und sieht B unglaublich gut aus und C fliegen dann lauter kleine Bananen um dich herum. Einfach sehr, sehr, sehr lustig und gut gemacht. Also wenn, dann würde ich klar den Bananenbunker empfehlen. Es wurde eben oft auch diskutiert, ob diese Aktion jetzt bei Rux ein bisschen zu krass ist, weil halt praktisch in der Regel keiner wirklich 2,5 Millionen Münzen aufgespart hat. Da muss ich aber dazu sagen, das ist erstens mal nur eine Ausnahme, eben weil jetzt eben der Geburtstag war oder der Geburtstag ist von Plants Zombies. Das Event geht dann noch ein paar Tage oder ein paar Wochen vielleicht sogar. Ich weiß gar nicht, nachzulesen im Eventkalender. Link zu meinem Eventkalender unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr auch nachschauen, wie lange das noch geht mit den Stickerpacks, mit dieser Aktion. Und zweitens sollte man mittlerweile wissen, dass Rux alle paar Wochen mal kommt und dass der immer da teure Sachen dabei hat. Und deswegen sollte man sich von Haus aus schon immer 1 bis 3 Millionen Münzen aufgespart haben. Aber ja, das erläutere ich, das sage ich ein bisschen besser in meinem Tipps und Tricks Video zum Münzen und zum Geldfarmen und zum Geldsparen Video. Das verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Der vierte Punkt auf meiner Liste, der hat jetzt nichts direkt mit dem Geburtstag zu tun, aber ich wollte ihn trotzdem hier mal kurz erwähnen. Und zwar gibt es im mysteriösen Portal einen neuen Spielmodus, fragt mich nicht, wie er heißt, er ist wieder mal unaussprechbar oder unmerkbar, weil er auch ziemlich unwichtig ist. Wichtig ist nur, dass er dieses Mal wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß macht. Er ist, finde ich, der beste oder einer der besten Supermix-Modi. Kurz zusammengefasst, Charakterlotterie, das heißt, jeder neue Spawn, ein neuer Charakter, das kann man sich nicht auswählen, es wird einfach durchgewürfelt. Dann nur ein Leben, super schnell und keine Gravitation. Das Ganze bei Abschluss bestätigt. Klingt jetzt im ersten Moment vielleicht nicht so spannend, aber es macht einfach unglaublich viel Spaß mit diesem einen Leben. Da kann man wirklich sehr, sehr gut viele Kills machen. Man kann auch sehr oft sehr schnell sterben. Das ist immer charakterabhängig und auch natürlich auch skillabhängig.
Aber wenn man ein bisschen den Dreh raus hat, macht der Modus unglaublich viel Spaß, vor allem natürlich mit Freunden. Und der fünfte und letzte Punkt auf meiner Liste betrifft das neue Pack, das man sich kaufen kann für 10 Euro im jeweiligen Store, im Xbox Store, im PlayStation Store, im PC Origin Store. Gibt es ein neues Pack, genauso wie damals zu Weihnachten oder das Deluxe Upgrade Pack, kann man oder konnte man sich auch für 10 Euro kaufen. Hier ist es aber ein bisschen tricky. Ich sage euch jetzt mal, was in diesem Pack drinnen ist, denn ich habe es mir gekauft, einfach aus der Neugier halber. Wie gesagt, kostet dieses Pack 10 Euro. Für diese 10 Euro bekommt ihr die Party Rose, das ist ein Pack, wo die Party Rose drinnen ist. Wenn ihr die Party Rose schon habt, bekommt ihr 100.000 Münzen. Weiters bekommt ihr den Party Piraten, da gilt das Gleiche. Wenn ihr den Party Piraten schon habt, bekommt ihr 100.000 Münzen. Dann weiters ein Pack mit regulären 200.000 Münzen. Das heißt, wenn ihr die Charaktere schon habt, bekommt ihr hier mal 400.000 Münzen, was für 10 Euro ein ja, ganz ordentlicher Preis ist, aber bei weitem eigentlich keine 10 Euro wert. Und die vierte Sache, was in diesem Pack drin ist, ist das Party-Anpassungspack. Ich glaube, so nicht so heißt das. Es steht aber öffentlich nicht, was da drin ist. Wenn ich PopCap wäre, dann würde ich es auch nicht öffentlich machen, denn das Ganze ist nur ein stinknormales 35.000er gemischtes Pack. Da ist nichts Einmaliges drin, nichts Besonderes. Ein ganz normales 35.000er Pack. Das einzige Besondere an diesem Pack ist, dass da neben ein paar Einmalhilfen, wie es ja in jedem 35.000er Pack gibt, nur Anpassungen für die Rosies und für die Piraten drin sind. Aber das sind eben nur Anpassungen aus dem normalen 35.000er Pack Pool. Also, zusammengefasst kann man das so sagen: Für jemanden, der die Party Rosie und den Party Piraten noch nicht hat, sie unbedingt haben will oder sie unbedingt braucht, um vielleicht, weiß ich nicht, Max-Rang oder so zu werden und nicht unbedingt Unendlichkeitsmodus spielen will oder nicht die 200.000er Unendlichkeitspacks ziehen will, für den kann sich dieses Pack durchaus lohnen. Da kann man, wenn man sich für das Spiel sehr interessiert, kann man schon mal 10 Euro ausgeben, wird einem jetzt nicht in den Privatkonkurs treiben. Für jemanden wie mich oder für jeden anderen, der was diese zwei Charaktere schon hat, lohnt sich dieses Pack absolut gar nicht. Da ist nichts Exklusives oder nichts Besonderes drin, was diese 10 Euro gerechtfertigt. Wie gesagt, 400.000 Münzen für 10 Euro sind jetzt nicht so schlecht, das ist jetzt ein normaler Preis. Kann man mal ausgeben, aber im Großen und Ganzen, ja, will ich es mir nicht holen, wenn ich die Charaktere schon habe. Übrigens steht im Briefkasten, dass in diesem Pack, in diesem 35.000er Pack, 4 Anpassungen für die Rosie drin sind und 5 Anpassungen für den Captain. Das ist falsch, das ist eine Lüge, das ist nicht richtig, wie ihr hier gesehen habt. Wie lange es dieses Pack zu kaufen gibt, weiß ich nicht genau. Ich glaube nicht, dass es das für immer geben wird. Ich schätze mal, es wird es nur noch bis zum Ende des Geburtstagsevents geben. Das Ganze endet am 15. Mai. Gut, ich hoffe, ihr kennt euch aus. Das war es soweit mit dem Geburtstagsevent. Ich nehme mal an, es wird jetzt nichts mehr Neues dazukommen. Wie gesagt, war gestern der Geburtstag. Und das war jetzt, also dieses DLC 10 € Pack hier, war jetzt mehr oder weniger das große Finale. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, ein bisschen aufklären, ein bisschen informieren. Folgt mir auf Facebook, Twitter und Instagram, um immer alles sofort zu erfahren. Da habe ich es gestern schon gepostet mit allen Infos und so weiter. Links dazu unten in der Videobeschreibung. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Video und ciao.